Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Sunny und unseren Kiddies, die um 2 Uhr nachts wach sind. Warum auch immer. Lasst euch nicht stören von meinem eingemurmelten Ich. Es ist draußen Winter Wonderland, wenn ich das hier gerade aufnehme. Dazu sei auch gesagt, wenn ihr das Video seht, müsste Sims 4 zu vermieten schon veröffentlicht worden sein. Zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, ist es noch gar nicht draußen. Das heißt, wir können natürlich auch noch mit keinem neuen Gameplay spielen. Das heißt, im Dokument steht auch noch nichts drin. Werde ich aber hinzufügen, sobald wir wissen, was wir so alles in dem Pack machen können. Because neue Aufgaben sind immer schön. Und wir schicken die Mäusels jetzt erstmal in die Haya. Und dich, kleine Mäusel, auch. Ausgebrannt. Once again. Sie hat schon 30 Burnouts gehabt, ne? Also, diese Frau hat es echt nicht einfach. Juhu. Das ist auch schlecht. Ich möchte nicht, dass meine Tiere fliehen vor mir, weil alles ekelig ist. Oh, und die Midlife Crisis ist vorüber. Du kleiner Pupsi, bist auch schon wach? Ich stelle dir einfach mal hier was zu essen hin. Und währenddessen losen wir für heute auch schon mal aus. Und es ist die 179. Das ist sehr wild. Füge eine zusätzliche zufällige Grundstücksherausforderung hinzu. I mean, ist jetzt nicht geil, aber ist auch nicht schlimm. Also je nachdem, was wir kriegen. Aber die meisten Sachen sind eigentlich okay. Ich mache einfach mal random. Reduzieren und recyceln. Ich weiß gar nicht genau, was das macht. Und schmutzig. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber wir werden es überleben. Wir werden schon klarkommen damit. Bestimmt, hoffentlich. Du stinkst. Das ist natürlich sehr schade. Aber wir können jetzt nichts daran ändern. Also, Mutter ist wach. Aber sie muss erstmal duschen gehen, weil sonst klappt hier, glaube ich, gar nichts. Ja, Jericho möchte vorbeikommen. Das finde ich ganz toll. Der kann mir helfen. Post haben wir auch schon wieder bekommen. Und Rechnung 700. Aber es ist in Ordnung. Wir haben ein bisschen Geld. Der Geburtstag ist zum Glück erst morgen. Hä, stinken die doch nicht? Aber du kannst zu deinen Öppis gehen und ein Lied singen. Und du kannst einfach mal hier ein bisschen mit den Puppen spielen. Warum macht die so viel Dreck, Kinders? Muss alles in den Müll. Wir können leider noch nicht miteinander spielen, weil man Level 2 der Bewegungsfähigkeit braucht. Das haben wir einfach noch nicht. Wir haben noch gar nichts gefühlt, ne? Schon ein bisschen traurig. Aber es ist auch schwierig auf kurzer Lebensdauer. So, sie macht schon schön alles sauber, immerhin. She's trying her best. Anissa ruft an. Ja, mach du. Kein Problem. Wir sind wie immer komplett überfordert. And we love this. Du bist eine Stinkemausi. Dann kriegst du danach noch eine Windel. Und danach kann sie sich dann tatsächlich endlich mal um sich selber kümmern und etwas essen. Toll. Klingt ja fast wie im Traum. Dass man was essen kann. Aber ich danke Jericho, dass er immer da ist und uns hilft. Also ohne Unterstützung würden wir gar nicht klarkommen. Juhu. Das ist mir ein bisschen zu disgusting. Ihr macht einfach für uns sauber. I love you. Du kannst doch auch einfach mal ein bisschen hier herumlaufen. Und du kannst vielleicht... Nein! Kannst du noch ein Bad kriegen von Jericho, bitte? Er wollte gerade gehen, aber... Die kleine Maus möchte das nur von Opa. Genau, und jetzt kann sie vielleicht auch mal mit den Kiddies interagieren. Kann ich die Burger nicht rausnehmen oder den Fisch? Dann iss halt ein Stück Kuchen. Oh, das hat schon was gefühlt. Die Maus hat Hunger, dann soll sie sich gleich was nehmen. Und du kannst noch nicht Pipi machen? Das geht nicht. Hä? Warum ist meine Cam? Hey! I think this is really mean. Ist komisch, weil normalerweise war das jetzt immer bei Sims 3 und sonst hat das funktioniert, also... Also in Sims 4 ist es halt einfacher, weil ich da das Spiel nicht schließen muss oder so für. Oder, keine Ahnung, halt raustappen. Aber I don't know. Ich habe einfach nur Streamlabs neu gestartet. Scheint ja dann irgendwie an Streamlabs zu liegen vielleicht auch einfach, ne? Es gab ein Update. I don't know. Weil, also ich habe an den Kabel oder so nichts gemacht. Ich habe einfach nur Streamlabs neu gestartet und jetzt geht's wieder. Deswegen, we don't know what the problem is. Vielleicht fixen die das ja. Vielleicht ist das deren Problem. Ach, Sunny muss ja schon wieder arbeiten. Mein Gott, warum musst du immer arbeiten? Ach, die Frau tut mir auf jeden Fall leid. Girl, du weißt genau, dass du jetzt nicht gamen kannst. Du musst nämlich jetzt arbeiten. Leider. Es tut mir doch auch leid. Ich würde ja auch gern, dass dein Leben ein bisschen chilliger wird. Wieso denn fleißig arbeiten? Übertreib doch nicht. Kann sowieso nicht befördert werden. Wegen dem Mixen-Dings. Jetzt hat sie den Haken verloren. Gemein. Warum seid ihr immer wach? Immer. Um diese Uhrzeit. Ja, okay, die kommen gerade von der Tagespflege. Also, vielleicht macht das auch Sinn. Aber schrecklich ist das. Ihr habt ja jetzt gleich Geburtstag. Und dann wird die Welt wieder ein bisschen einfacher. Weil die Mäuse dann Kinder werden. Aber sie haben jetzt leider Jericho verloren. Immerhin eine Altersschwäche. Och Mann, oh. Er war gerade noch bei uns. Och Mann. I hate this so much. Mach mal Schokokuchen für die Kinder. Die Maus verdient gleich nochmal ein Bad, bevor sie dann gealtert wird. I
alles gemein hier. Oh mein Gott, ich habe vergessen, die Rechnung zu bezahlen. Geburtstagskerzen. Und dann mal kurz die Rechnung bezahlen. Und du hörst damit auf. Und du machst Pipi. Und dann gucken wir gleich auch mal, ob wir den Grabstein bekommen. Und jetzt werden die Mäuse auf jeden Fall erstmal gealtert. Gibt jetzt kein Essen. OMG. Bitte. Ich raste gleich aus. Dieses Spiel macht mich fertig manchmal. Yay. This is a cute screenshot. Yes. Now let's take a look. Sie sieht sehr zufrieden aus. Oh, I like this. Oh. Okay, girl. Okay, ihr merkt mal, ist zimperlich. Leben wir auf einem perfekten Grundstück für. Okay, sie hat jetzt irgendwie keine besondere Fähigkeit oder so. Ich nehme aber mal Geist und Körper, wir werden das eh nicht schaffen. Auf kurze Lebensdauer ist das immer ein bisschen kritisch. Und dann ist natürlich Faith noch dran. Süß, süß. So, du kleine Mausi. Selbstsicher. Ui, das ist schön. Sie ist natürlich dann eine Spielführerin. Ja, ja. Bevor wir in den Cast gehen, gucken wir mal, was wir machen. Die 152. Kache für eine Mahlzeit des Tages ein Gourmet-Menü. Das ist auf jeden Fall easy peasy lemon squeezy. Und ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine kleine Cast-Runde. Wir randomisieren natürlich ihre Interessen etc. Sie mag grün, Schlafliedersender, pessimistische Sims. Sie hasst Witze und sie mag Fitness. Und bei Faith, sie hasst gelb, sie mag Backyard, idealistische Sims, Tratsch und Wellness. Interesting. Ja, mal schauen, was ich dann daraus machen kann, ne? Let's see. Sind wir jetzt auch schon fertig? Also, es hat schon wieder ein bisschen gedauert. Aber ich finde es sehr, sehr cool. Also beide Mäuse sind sehr, sehr cool geworden. Und ich finde, man sieht daran schon so eine Richtung, in was das gehen könnte. Außerdem liebe ich ihre kleine Zahnlücke. Also Faith ist auf jeden Fall eine ganz süße Mausi. Also wie gesagt, ich mag beide sehr, sehr gerne. Ich habe ihr die Brille gegeben, weil sie ja so randomized wurde. Und
das ist auch schon der ganze Gedankengang dahinter. Dadurch, dass sie ja hier Wellness mag, dachte ich, dass sie eben auch sehr bequeme Kleidung vor allem tragen würde. Ich klicke jetzt hier einfach mal durch. Also das sind halt sehr, sehr bequeme und cozy Sachen. Also dass sie eben eher funktionelle Sachen trägt, die vielleicht zwar auch gut aussehen, aber die halt hauptsächlich ja eben auch bequem sind. Und Destiny hingegen, sie mag ja Fitness, deswegen habe ich geschaut, dass es halt eben auch ein eher sportlicherer Look ist, aber eben trotzdem sehr kindlich. Und die Maus ist natürlich auch sehr süß. Hier klicke ich dann auch einmal durch. Und ja, ich finde, das ist sehr, sehr cute. Ich fand es natürlich hier ein bisschen einfacher, weil ihre Lieblingsfarbe grün ist und ich dann einfach mit Grüntönen spielen konnte. Das war natürlich bei Faith ein bisschen schwerer, weil sie ja einfach nur gelb nicht mag. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden. Und ich bin ganz gespannt, was die Mäuse jetzt mit der Zukunft mit uns bringen. Das wird sehr, sehr cool. Bin schon ganz gespannt. So, jetzt müssen wir natürlich die Betten austauschen. Dann kann das hier auf jeden Fall auch weg. Und dann kann das... Ich brauche meine Cheat. So, dann können wir hier das Puppenhaus hinstellen. Kriegt ihr Mäuse, Bettchen. Das finde ich sehr süß. Aber ich weiß nicht, ob man da durchkommt. Muss ich mal kurz testen. Wenn du jetzt eh schon hier zwischen bist, kannst du da durch? Yo! I love it! Dann ist ja alles halb so schlimm. Dann weisen wir am besten die Betten direkt zu. Weil Faith würde natürlich niemals in einem gelben Bett schlafen. Ist doch klar. So, und wir gucken jetzt, ob wir noch den Grabstein bekommen. Ich hoffe, es ist ganz, ganz toll. Also die Möbel scheinen noch hier zu sein, aber ich sehe den Grabstein nicht. Oh nein. Das ist scheiße. Ich weiß, dass es so eine Mod gibt, womit man dann den Grabstein bekommen kann. Little Miss Sam wahrscheinlich. Why? Herunterladen. Yay. Gut, dann können wir das beim nächsten Mal machen. Ich schreibe mir eine Notiz. Top, die Wette gilt. Ja, dann können wir auch wieder nach Hause gehen eigentlich, ne? Die kleine Maus hockt hier direkt am PC. Man kennt es. Und du guckst Fernsehen. Super. Top Kinder auf jeden Fall. So, wie wäre es vielleicht mit Hausaufgaben? Ich weiß, crazy. Oh, den Potty können wir auch noch verkaufen. Brauchen wir nicht mehr. Ich frage mich, können die jetzt schon Wellness machen eigentlich? Dann kaufe ich einfach eine mit. Wir haben halt nur hier draußen Platz. Kann man auch machen. Tatsächlich können die schon Yoga machen. Cool. Weil dann kann Faith ein bisschen Yoga machen, wenn sie gleich fertig ist. Weil wenn sie Wellness mag, dann kann sie ja auch ein bisschen sich darum kümmern, was ihr gefällt, ne? Die haben jetzt eine Woche als Kinder. Morgen ist Lotterietag, cool. Vielleicht gewinnen wir diesmal. So, und du kannst Mixen üben. Du musst heute nicht arbeiten, das ist auf jeden Fall gut. Und wenn sie Mixen übt, dann kann sie vielleicht nächstes Mal befördert werden. Vielleicht hat sie dann auch bessere Arbeitszeiten und dann wird alles besser vielleicht, hoffentlich. Hallo, können wir sowas hier nicht sagen. Das ist gemein. Okay, jetzt zeig mal, warum... Ich hatte gedacht, dass es andersrum ist. Oh, die süße Maus. I like it. Oh. Okay, fürs erste Mal macht sie das voll gut. Sweetie. So, und das hat sie auf jeden Fall jetzt auch erreicht. Das ist schon mal tippitoppi. Sie redet sogar mit ihrer Tochter. Was denn hier los? Normalerweise versucht sie ja ihren Kindern möglichst aus dem Weg zu gehen, weil sie davon negative Stimmung kriegt, aber... Okay, sie hat immer noch negative Stimmung. Aber sie redet. Also sie versucht's. So, und jetzt darf sie gerne auch mal ein bisschen gamen. Was ist der Unterschied zwischen Blickblock kostenlos und Blickblock 50 Dollar? Würde ich gerne mal wissen. Nein, aber sie darf natürlich gerne mal ein bisschen gamen. Jetzt, wo sie endlich mal Zeit hat. Weil sie liebt Videospiele, sie liebt Technik etc. Sie braucht mal einen Moment für sich. Weil jetzt hat sie ja ewig nur funktioniert. Theoretisch gesehen ja ein paar Jahre. Wenn man das jetzt umrechnen würde. Deswegen sei ihr das mal gegönnt. Ja, das Zimmer ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber ist trotzdem sehr, sehr süß hier. Also, I like it. Ich bin sehr zufrieden mit dem Zimmer. Wir können ja dann gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen anders räumen für die Teenager-Phase dann. Weil ich finde es unrealistisch, dass sie dann immer noch so ein Setup haben, sage ich mal. Ich meine, dass diese Windeln da sind, macht auch immer noch gar keinen Sinn jetzt mehr in dem Fall. Aber es ist mir jetzt egal. Also, ich würde auch gerne joggen gehen. Das sehe ich auch auf jeden Fall. Ponyhof-Kinderkanal. Let's go. Ich finde es schön, dass sie jetzt wieder mehr neue Fernsehkanäle und so hinzufügen. Weil wenn man dieses Spiel schon lange spielt, kennt man schon alle. Und das zum Beispiel habe ich jetzt bisher noch nie angeklickt. Und das ist halt schon ein bisschen süß, ne? I like it a lot. Oh, das macht die Mentalfähigkeit hoch. Interessant. Aber die kleine Maus muss jetzt auch pipi. Und dann versuche ich mit denen mal zu vernünftigen Zeiten schlafen zu gehen. Und sie ist ausnahmsweise jetzt mal wieder happy. Ist das nicht schön? Aber ich glaube, ich werde die dann nochmal drehen. Finde es ein bisschen wild, wenn sie die ganze Zeit die Wand anguckt.
beim Yoga machen. Seit wann kann man den Stuhl einfach vom Tisch wegziehen? Im Live-Mode. Das ist mir neu. Sie geht jetzt noch einmal duschen. Ach so, dann wollten wir noch ein Gourmet-Menü machen. Sollten wir ja. Was machen wir denn? Ein Tortilla-Hotdog. Das klingt ganz cool. Warum kann sie nicht duschen? Egal, dann duscht sie halt danach. Das ist nur eine Portion vor allem. Aber ist trotzdem irgendwie geil. Würde ich probieren. Wenn es vegetarisch ist. Destiny hat einen lockeren Zahn. Süß. So, dann geht sie erstmal duschen. Die können ja jetzt den Viehstall auch säubern. Wie toll ist das denn? We love the Hilfe. Und du, meine Liebe, du kaufst dir jetzt ein Lotterielos. Irgendwann schaffen wir das mal zu gewinnen. Also ich habe noch nie gewonnen, aber es wäre schon irgendwie cool. Ich meine, die 100 Simoleons, das ist schon in Ordnung, die dann dafür auszugeben. Warum ist das kaputt? So, was machen wir heute? 50! Die 50 ist... Male ein Bild an der Staffelei. Finde ich gar nicht mal so schlecht, weil sie sollte vielleicht auch mal wieder ein bisschen malen. Ist ja sowieso ihr Ding. Kann ja auch ein trauriges Gemälde machen. Bisschen ihre Gefühle aufarbeiten. Ich meine, sie hat nur noch ihre Töchter als Familie. Das ist schon krass. Und theoretisch so teilweise Onkel und Tanten, aber da besteht jetzt ja auch nicht so viel Kontakt. Ihr seid so süß. I love it. Okay, das ist der erste Schultag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, auch wenn du ein bisschen stinkst, aber naja, Dinge passieren. So, und sie malt jetzt ihr Bild. Ich versuche das gerade zu interpretieren, aber ist das ein Kind quasi mit einem kaputten Spielzeug? Programmieren war ja auch immer ihr Ding, deswegen... Ich würde gerne auch in ihrem Bestreben hier weiterkommen. Ich habe jetzt gesagt, jetzt können wir programmieren, aber eigentlich muss sie gerade nur konzentriert sein und Videospiele spielen. Das müsste doch auch die Konzentration steigern, oder? Also es gibt eine konzentrierte Stimmung, aber die überschreibt das Traurigmerkmal nicht. Die Mäuse sind jetzt auch wieder da. Die geht direkt heulen, sie geht baden. Sehr relatable im Großen und Ganzen. Jetzt müsste es klappen. Sie ist ja so süß, sie macht einfach sauber. Jetzt wurde es wieder überschrieben. Sie kann das nicht putzen? Muss Muttern das nachher machen. Hallo Agnes? Ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt. Ich möchte es mit einem Freund tauschen oder zurückgeben. Kann ich das machen? Ich würde behaupten, dass Sunny sagt, das Geschenk war für dich gedacht. Sei dankbar, weil sie genau weiß, wie es ist, am Hungertuch zu knabbern quasi. Wir nehmen das mal. So. Aber was macht Agnes hier? Hallo? Ich frage mich, wie lange das anhält. Aber sie scheint den Rat gut gefunden zu haben. Das ist schön. Stimmt, ihr habt jetzt ja eure Bildchen vom ersten Tag. Süß. Faith macht sogar jetzt hier oben... ihre Hausaufgaben. Ist schon ein bisschen süß. Ich meine, wie soll sonst Nähe entstehen, wenn sie keine Zeit miteinander verbringen, ne? Auch wenn es nur beieinander sein ist. Ohne viele Interaktionen. Aber manchmal ist das ja auch schon ganz schön. Als ob das Waschbecken eine emotionale Aura hat. Apropos emotionale Aura. Sie hat auch eine. Aber was für eine? Konzentriert! Okay, vielleicht kriegen wir das nächstes Mal ein bisschen besser hin. Wusste ich doch nicht. Habe ich nicht dran gedacht. Nächstes Mal wird sie das bestimmt machen können mit dem 2 Stunden Videospiele spielen. Mit konzentrierter Stimmung. Süß, sind ihre Hausaufgaben schon beendet? Die Hose ist so süß, ne? Ich liebe das so. Immer wollen so alle heulen hier. Ist ja auch alles zum Heulen. Sie geht jetzt zu ihrer Schwester. Süß. Erstmal Party in Muddys Zimmer. Singfähigkeit erworben? Okay. Dann gehen die Mädels am besten schon mal schlafen. Und Mutti gleich hinterher. Wer ist hier eingebrochen? Ich habe doch gesehen, dass hier jemand reingegangen ist. Ich hinterfrage am besten gar nichts mehr. An der Stelle würde ich dann aber auch den Part beenden. Es ist ein bisschen was passiert. Also ich meine zumindest, die Mäusis sind jetzt älter geworden. Mal wieder. Gefühlt in jedem Part. Aber jetzt sind sie ja erstmal Kinder. Dauert ja einen Moment. Leider ist der Jericho von uns gegangen. Aber darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal richtig. Ist natürlich schade, aber die Zeit ist gekommen und ich finde, er ist deutlich länger dabei gewesen, als wir es uns gedacht haben. Deswegen danke für alles. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin und tschüss!